Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir sind exakt da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Unser Food-Timer läuft sogar noch ab. Ist das nicht schön? Wir haben letztes Mal die Tarsio-Blume hier erwischt. Da ist eine Mining-Installation, von der werde ich wieder abgelenkt. Aber ich habe es versprochen, wir sind gnadenlos unterlevelt. Den Gear-Basket nehme ich noch mit, aber dann machen wir direkt die Hauptmission. Wo ist denn der Gear-Basket? Ich sehe nichts. Hallo? Ich brauche Gear. Das hat sich nicht verändert. Wir haben immer noch kein Moos, also kein wirkliches. Wir haben nur schlechtes Zeug. Liegt er vielleicht unter uns? Ach, ist das... Ich versuche ihn zu finden. Ich dachte, ich könnte meinen Ikran rufen. Aber anscheinend nicht. Also irgendwo hier ist der Wegpunkt zu dem Basket. Aber hier ist kein Basket. Das ist ein Jammer. Nochmal so ein Wachtelei brauche ich nicht. Hui. Wir schauen mal kurz hinter uns, ob das hier irgendwo ein Gearbasket nach uns ruft. Das sieht nicht so aus. Dann auf zur Hauptmission. Weil auf eine sinnlose Suche nach Moos werde ich nicht nochmal gehen. Das ist eigentlich das für ein Teil. Ist egal. Hauptmission. Wegpunkt gesetzt. Wegpunkt anvisiert und auf geht's. Schön, schön gegen den Windstrom. Hier mit den roten Bäumen, also ganz viele auf einmal haben wir schon gesehen, aber so einzeln machen die natürlich auch was hier. Ich crafte in der Zwischenzeit mal wieder Munition. Kann ich nicht für die Minenwerfer, aber zumindest für hier oben geht es. Boah. Oh, was soll's. Die da unten, die haben ja auch nicht mal Loot für mich. Also ja, klar. Ach, was soll's. Wir sehen's gerade. Wir haben lange nicht gekämpft. Das war mal ein Dialog. Hawk, verschwinde hier. Mensch, wie viel unterschiedliche Tower die hier haben, also Gas Extraction Towers, sonstige Towers. Wie kommst du jetzt wieder dahin? Lass mich in Ruhe. Geh doch hoch. Oh, ist das nervig. Dankeschön. Die erste Mine hat gewackelt wie verrückt, aber hat nichts gemacht. Toll, und ich muss nachcraften. Naja, wird schon irgendwie klappen. Was habe ich gesagt? Wir sind einfach schlecht ausgerüstet. Kann man mir einfach aufs Maul hauen. Hä, wieso sind die immer noch als Feinde aktiv? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Na gut. Nutze ich mal wirklich, um nachzucraften. Wo ist eigentlich der Speer? Ich glaube, ich habe einen Speer nicht mehr ausgerüstet. Oh, keine Ahnung. Brauche einen Handslot mehr. Du bist auch kein Moos. Du bist eine Regendistel. Muss ich die anschießen? Best Quality Day. Aha. Aber ernten lassen will sich das nicht. Okay. So, dann laufen wir mal dahin. Die Feinde schießen anscheinend noch fröhlich auf Hawk. Boah, keine Ahnung. Wir werden es schaffen. Beim zweiten oder dritten Anlauf. Merkwürdige Geräusche. Komm schon. Mach was, du Mine. Ja, getroffen. Schlimmste ist vorbei. Nicht verstecken und am besten nicht laufen. So, wer schießt noch? Du schießt noch. Yes! Einfach mal ein Glückstreffer. Haben nicht erwartet, die zu treffen. Wird alle erledigt.
mag es, wenn Sachen explodieren. Mach mal hier noch ein bisschen auf Krawall gehen. Explodiert hier ja schon alles ohne mich. So. Inventory ist voll. Mensch, ich liebe diesen Text. Inventar ist voll. Ich glaub's nicht. Das können wir wieder sabotieren. Wir haben sabotiert. Ja, damit. Oh, ein Magazinmord, sogar einen guten. So, was willst du jetzt, dass ich tue? Irgendwas erschießen. Kriege ich hin. Boah, da oben müssen wir hin, so wie es aussieht. Habt ihr eine Leiter? Ah, ihr habt zumindest ein Seil. Das ist das Zweitbeste, was mir passieren kann. Ah, muss ich nur nach unten fahren. Und da drüben wahrscheinlich nochmal das Gleiche. Autsch. Komm, geh auf. Öffne deine Klappe. Dankeschön. Ich habe auch die Verwandten. Wenn die ihre Klappe öffnen, dann wird es auch explosiv. Da kann man aber nicht so leicht einen Pfeil reinhauen. Auch wenn man es ganz gern mal würde. Oh, ist das nicht schön? Explosion und Natur und... Da ist die Natur. Ist das nicht schön? Guckt mal. Grün. Wächst alles bis auf Moos. Und Rinde. Also alles, was man braucht, ist nicht zu finden. Na gut, ist hier noch irgendwas zum Looten? Eine kleine Box ist da noch. Und ist hier noch irgendwas zum Scannen? Nö. Dann würde ich sagen, auf zur Hauptmission. Das haben wir mal wieder hier gut hinbekommen. Dem Hawk geht's auch gut. Wir verstehen uns nur noch nicht ganz so, wo er landen sollte, dass ich nicht so weit laufen muss. Ah, das kriegt man schon raus im Laufe der Zeit. Und hoch mit uns. Hui. Da ist ja nochmal eine riesige Installation. Ich war gerade schon stolz, dass die beim zweiten Mal draufgegangen sind. So, einmal bin ich noch neugierig, was hier oben ist. Vielleicht ist hier da eine wertvolle Bellsprig oder ein Gearbasket. Oder einfach gar nichts. Aber wir sind ja noch nicht am höchsten Punkt. Na? Na? Bellsprig, was habe ich gesagt? Wäre ich ein Game Developer, würde ich hier nämlich auch eine hinsetzen. Berühren. Das kann nicht schaden, den Skillpunkt dafür zu nehmen. So. Auf geht's. Interessant, da ist so ein Sekra-Camp, so ein, heißen die Sekra? Irgendwas mit Z. Centauri. Ist egal, da ist so ein Camp mit denen und Kites direkt vor der Festung, also. Das ist ein denkbar schlechter Platz, die könnten ja wenigstens in die Höhle da gehen. Irgendwas leuchtet hier noch. Irgendwas will meine Aufmerksamkeit. Weiß nicht was. Vielleicht da oben. Das sieht auch so Bellsprig-mäßig aus. Mal schauen. Einmal nachschauen, was in der schönen Höhle da ist. Hallo? Irgendwas zum Looten? Wer ist der Bürgermeister von Wiesel? Halt dein Maul. Okay. Ja, keine Ahnung, ich... Nicht das erste Mal, dass ich solche Hints auf dem Bildschirm sehe in Spielen, aber das ist das erste Mal, dass ich damit komplett nichts anfangen kann. Berühren. Und hui. Okay, man kann es kurz vom Boden auch auf. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Die Animation triggert auch so. Müssen wir eigentlich hier hin? Ich denke mal. Ihr könnt mich doch sicher ausrüsten. Oder ich habe nur Scheiße ausgerüstet. They are no match for us in the open. Our numbers are greater. And our blood burns where Awa's cries.
we draw the cowards out. Possible. Harding's people hacked off his tusks. Looking into that great eye, a cold, dark pool. All I could do was drown in it. We can't just charge in. Harding won't give up, I know her. Then go if you're already defeated. Perhaps the Aranahe have some weaving to be done. This is for the Na'vi to finish. Tja, Alma. Finde ich richtig, dass wir jetzt mal hier durchgreifen. Ihr wollt ihr noch, dass ich da auch irgendwie komisch drauf zeige oder soll ich einfach losgehen? Oh, ich kann noch was spenden. Was ist das jetzt? Novosnitsky. Ach, da soll ich euch auch noch kochen. Nee, nee, nee. Darauf habe ich nicht so viel Lust im Moment. Radio us once you are inside, and we will draw the warriors out to fight us. With their backs turned, you can tear down their camp and send Harding running. This will suit their cramped rooms better. Make it sing in your hands. Ein Bogen? Mehr wollte ich doch gar nicht. Ein Kurzbogen. So, Alma, was willst du? Nassim didn't mean to hurt you. Hmm? Oh, yes, yes. It was a smart decision, actually. Solek knows both Na'vi and resistant tactics, so he can speak for us. I'll focus on other things, coordinating the rest of us. Vielleicht nicht das Schlechteste, nachdem du mich so lange in der Kryokapsel hast liegen lassen. Habe ich hier immer noch nicht verziehen. Müssen wir die bei Nacht angreifen oder können wir einfach warten bis zum Tag? Ich glaube, ich kann warten bis zum Tag. Ist ja eh viel sinnvoller, bei Helligkeit anzugreifen. So. Dann sehen einen die Feinde ja alle besser. Aber der Vorteil ist, man sieht die Feinde auch besser. Würde ich sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Bist du nicht mein Hawk? Nö. Sorry. Das war das falsche Auto. Mein steht hier. So, was ist jetzt nochmal der Plan? Ich flieg rein und der Rest gibt mir Rückendeckung. Mercer will be furious at Harding. I don't think he'll be happy with us either. No, but she's just painting a big target on every place she goes to now. Vessel following her while she tries to protect her black market? Greedy, stupid. It'll be expensive for the RDA. That's right. And Mercer doesn't like expensive. Anti-air turrets. Boah, die habe ich bemerkt. Flieg weg, Hawk. Okay. Ich glaube, das wird hier ein paar Versuche dauern. Ich craft einfach mal ein bisschen Gear nach. Shortbow brauche ich aktuell nicht. Ich brauche diese fetten Dinger. Oh, fast draufgegangen, das Teil. Oh, und es kann sich nicht mehr wirklich drehen. Das ist doch schön. Da drüben ist noch eins. Lasst uns mal die Air Defense. Was ist denn das? What can you tell me about the base? Hi. Fast bei. Oh. Hier muss ich ja länger anspannen. Hey! Ernsthaft, das bringt nur was wirklich auf der Schwachstelle. Okay. Ein Glück haben es die da drin überhaupt nicht mitbekommen. Das ist ein solides Verteidigungssystem. Dann gehen wir doch gleich mal zur Vordertür rein. So ungefähr ist der Plan. Und dann schauen wir mal, was so wird. Kann mich auch einfach hier reinschleichen.
Zumindest bis zum Gitter. Aber ich schätze, das kann ich zerstören. Ah, nee. Ich kann hier hochgehen. Hi. Mine. Mine. Sehr gut. Schon mal einen ausgeschaltet. Jetzt sind die total verwirrt. Jetzt gehen wir woanders rein. Ist nicht so, dass ich Angst habe, dass die mich sofort ausschalten. Das ist einfach taktisch. Oh, hier ist noch so ein Geschütz. Gleich nicht mehr. Hui. Hui. So. Dann geht's hier auch nochmal rein. Gleich mal den Minenwerfer vorbereiten. Da ist ein Helikopter. Und da hinten sind ganz, ganz viele Feinde. Ah, hätte ich gar nicht da hinwerfen müssen. Na, komm schon. Na, komm schon. Jetzt aber. Hat ihnen zumindest Schaden zugefügt. Oh, schon wieder der mit seinem Granatwerfer. Also die Feinde finde ich mies. Der macht auch echt gut Schaden, muss ich sagen. Aber ich mache auch Schaden irgendwie. Geh doch hoch. Was ist das denn? Treffe ich nicht? Heilen. So, nachladen, 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 beziehungsweise nachcraften. Nein, hört auf mit den Minen. Meine Taktik. Komm schon, ja. Nochmal. Und nachcraften. Ja, erledigt. Gar nicht so viele RDA-Mitglieder hier drin. Hat ich mehr erwartet? Oh, da ist noch irgendwas. Oh, da sind noch mehr. Wir looten hier erstmal, was wir können. Habe ich jetzt alle nachgecraftet, ohne was aufzuheben? Na, das war dämlich. Muss ich gleich auf dieser Seite was machen? Sieht nicht so aus. Menschen, da viele drin. Ausgeschalten. This place is big. Do you know where the injectors are? Those are underground in the gas mine. There should be an elevator or a shaft or something. War viel zu spät für die Mine. Für das Fass. Sehr gut. Das haben wir aber geschafft. So, aus der Schussbahn. Gleich mal scannen und die Leute da oben ausschalten. Also hier sitzt zumindest einer. Kriege ich nicht von hier. Ja, von oben bestimmt. Komm schon, Bogen, Bogen, Bogen. Da ist er. Und er ist getroffen. Ich glaub's hier nicht. Gut, wir rüsten vielleicht mal den Shortbow aus. Aber gegen was? Der macht 44 Damage. String Mod haben wir nur Fein Mods. Ach, das ist ja alles Mist. Wir tauschen ihn mal gegen hier diesen Longbow aus. Das heißt Equip. Nach rechts. Okay, dann schauen wir mal, was wir mit dem machen können. Sieht zumindest schön aus. Ich kann nichts mehr craften hierfür. Achso, ich bin voll. Na gut, dann ist das so. Dann hat ja alles seine Richtigkeit. Her damit. Her damit. Und her damit. Eine Food Ration. Wie viel haben wir davon? Eine. Dann hebe ich mal die hier auf. Irgendwas noch zu machen? Oh, das ist ein Geschütz. Mag ich gar nicht. Oh. Deswegen heißt es wohl Shortbow. Ach, das ist er gar nicht. Oh, da kommen Michs.
Eieiei, was hat der denn geschossen? So, keine Health-Items mehr. Ich raw-dogge das jetzt, wie man so schön sagt. Hä? Was machst du denn hier? Was ist das denn für ein Shortbogen? So kann ich nicht schießen. Komm schon. Was bist du jetzt wieder da oben? Sehr schön. Ich muss mal kurz den Kurzbogen ausprobieren. Okay, der schießt tatsächlich in einer ja, ganz schnellen Abfolge. Das mag ich nicht wirklich. Im Moment zumindest nicht. Nicht hier, wo ich mich drauf verlassen will. Character. So, dann wieder der Longbow equippen und ersetzen. Wunderschön. So, hier muss ich dann gleich was machen. Also, das muss ich wahrscheinlich erst aufschießen. Hat bestimmt keiner gehört. So, sieht sicher aus. Dankeschön. Ich habe schon ein paar für euch ausgeschalten. Hui. So, da unten sind die nächste Horde Feinde. Mal hier schön sammeln, was wir können. Mensch, was machen die denn hier unten? Komm mal da rein. Nö. Helikopter fliegt. Sieht ein bisschen aus wie ein Bosskampf. Tell me about those injectors. They pump fluid into the ground to extract natural gas. The gas is bad news, so sabotage the pump before the injector, okay? They reset though, so you've got to be fast. Das klingt doch gut. Aha. Oh. Nochmal haha. Mit dem Mech ist man auf engen Stellen einfach nicht so mobil. Hätte man wissen können. So, hier muss man was sabotieren und natürlich looten. Da sind noch mehr Mechs, das ist nicht gut. Ein Glück hat er nicht so viel mitbekommen. Hey, weg hier. Das hat ihn nicht wirklich beeindruckt. Also, es hat ihn zumindest nicht umgebracht. Und das war ja das eigentliche Ziel. Nein, ich werde jetzt nicht hier einfach, weil ich in der Schusslinie bin, draufgehen. So. Wer schießt denn da noch? Oh, war das knapp. Und das wegen so einem harmlosen kleinen Pimpfi-Menschen. Ich glaube, wir essen noch mal was. Ja, das klingt gut. Keine Ahnung, was das macht, aber es klingt gut. Und hat vielleicht auch gut geschmeckt. Wer weiß das schon? Einmal nach unten hier mit. Einmal Minen nachcraften. Beste Waffe im ganzen Spiel. Brauche ich auch nichts für einsammeln. Außer diese Spare Parts. Ah, das muss ich einfach sabotieren. Und das Gas vergiftet mich ein bisschen. Hatte ich fast vermutet, das sah ungesund grün aus. Es gibt ja auch gesund grün, aber das schmeckt meistens auch nicht. Ja, das ist gelogen. Schmeckt schon, wenn man es richtig zubereitet. So, einmal hier auch noch nach unten. Health-Items, her damit. Yay. Eine Ladung hilft mehr für mich. Hier unten noch was sabotieren, sieht nicht so aus. Weiter geht's da hinten. Dann wollen wir mal. Hi. Bye. Na, das war effektiv. Direkt auf die Schwachstelle. Oh. Hör doch auf, zurückzufeuern. Hör doch auf, zurückzufeuern. Was geht denn mit dem Mech? War das ein Parkour-Runner? Ja, ich bin hier. Du bist auch da.
Jetzt bist du nicht mehr da, aber ich bin immer noch da. Ist das nicht verrückt? Hört mal auf, unseren Planeten in Besitz zu nehmen und hier alles voller Scheiße. Alle Scheiße anzurichten. Das wollte ich sagen. So, das war das. Da ist noch Loot im Körper eines Feindes. Ah, ich kann kein Loot mehr vom Körper eines Feindes tragen. Ist aber tragisch. Einmal sabotieren. Nochmal sabotieren. So. Explodiert ja schon freudig los. Und ich denke, also bin ich auf dem Weg nach da hinten. Elan, that sounds neat, but we're in a battle here. Oh, sorry. I forget sometimes sitting here by the radio. Nochmal hilf. Das ist schön. Können wir wieder ein bisschen missbauen. Eher damit. Armguard Superior, das klingt doch gut. Was habe ich denn für einen Armguard? 1,40 m hilft. Und ich krieg 1,54 m. Naja. Naja. Und hier komme ich dann nicht mehr durch. Ist das dein Ernst? Are you serious? Okay. Wo soll ich denn lang? Unten? Kann ja nicht sein. War das alles hier? Und ich muss hier den ganzen Weg zurücklaufen. Ah, ich muss da oben zumindest was machen. Was zu machen da oben kriege ich auch noch hin. Runter mit dir. Hui, jetzt hört's auf zu extracten. Ich glaube, jetzt gehen die Teile hier hoch. Ich sehe noch nichts. Ich höre vielleicht was. Habe ich doch gerade gemacht. Was willst du? Bumm. Interessant. Das wird mir gar nicht mehr angezeigt, dass ich das machen muss hier. Jetzt aber. Jetzt geht er hoch. Gleich ist es soweit. Einen Moment noch. Yay. Yay. You can follow the pipes to processing and then, what is it? A fluid production unit. Yeah, they've nicknamed it the Tick. Yikes. Ja, dann wird Zeit, the Tick hochzuladen. Hochzujagen, nicht hochzuladen. Wo wollen die, dass ich hingehe? Ja, keine Ahnung. Combined forces reach the processing area of the extractor. Injector area C, injector area A. Aha, und wo ist processing area 1? Vielleicht da, wo Feinde sind. Versuchen wir's. Einmal noch nachcraften. Die Pfeile sind hier besonders wertvoll. Schön gegen mich. Mächtig gegen mich. Loading Bay. Das ist immer noch keine Processing Area. So ein Jammer. Und hier komme ich nicht durch. Und hier komme ich nicht zu. Komme ich hier zurück? Nö. Na gut, dann muss hier irgendwo der Weg sein. Auch hier Injector Area C. Bla bla bla. Wir sind doch da auch nicht weitergekommen. Was soll denn das? Ja. Ah, da oben sind jetzt neue Feinde. Vielleicht ist da eine Tür aufgegangen. Hm. Ja, hier ist die Processing Area. Das sieht richtig aus. So, irgendwas, was mich töten will in der Ecke? Nee. Just be careful. I'm sure they didn't send all their troops out here. What's happening out there? I think we surprised the RDA. They never thought we were together with the Nazi like this. They're sure a
out of RDA, though. Ja, das schafft man trotzdem. Enkelgarten-Mod sogar exquisit 36 Health und ich tauschte es gegen einen Mod mit. Okay, 15% Damage mehr bei der nächsten Attacke, nachdem man geslidet ist, also das hier gemacht hat. Hui. Naja. An Schaden mangelt es mir nicht, an Gesundheit mangelt es mir. Und an Kugel-Protection. Hui. Hui. Oh. Mist. Wer warnt einen denn, dass man da runterfallen kann? Dachte, ich nehme das mal ein bisschen mit Speed. Hui. Hui. Ging das nochmal langsam. Hui. Na, das läuft doch irgendwie. Nochmal ein bisschen Loot. Stagger Rounds. Da bin ich gestaggert. The RDA square their ranks. They're putting up a serious fight now. Is it bad? It's just chaotic. I'm no general, but I think fighting both human and Nazi is confusing them. I think we should... Sonic! Snipers! Alma? Hello? Are you okay? I'm sorry. We're okay. Close call. Let me know if you see any sign of Harding. Ich lasse es dich wissen. Ich fahre einfach hier mal die Power runter oder was das ist. Einmal schön durchsuchen. Was habt ihr hier Schönes drin? Hoffentlich ganz viel Loot für einen armen kleinen Navi-Jäger. Einen kleinen armen Sarentu. Headed to processing. Achilles heel. A weak spot. Ja, ein Heel, der wehtut. Hat da schon recht gehabt. Da unten bin ich. Muss die hacken, muss nach unten. Muss nach unten. Muss warten. Muss durch. Zweiter Schlüssel. Boah, warten. Mist. Lass mal uns braten, dann sind wir wieder hier. Können wir da oben noch durch? Komm. Oh, 2 Sekunden reicht nicht, das ist schwierig. Beinahe hätte es gereicht. Zweiter Versuch. Gut, jetzt nach unten. Da schön durch, nicht... Das hat schon mal deutlich besser geklappt. Jetzt nochmal durch. Das sieht gut aus. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Diesmal sogar mit Ease. Sehr schön. Und was kriegt man dafür? Eine Shotgun Superior. Die macht 140 Damage. Dann weg mit dem alten, gittligen Teil. Ja, mit dem neuen Teil. Das muss man dann sogar equippen. Und zwar anstelle des Assault Rifles mal. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Wir probieren es. Ich verlasse das hier nur, wenn du nicht mehr so lebst, Harding. Komm schon, Granatenwerfer. Ja! Und nochmal nachcraften. Und wir können gleich die Shotgun ausprobieren. Na, auf die Entfernung lieber doch einen Bogen. Vielleicht nutze ich auch mal die Granaten. Wurden mir ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Von der RDA. Den da hinten treffe ich nicht. Wie?
Backboards zurückziehen und mal das Essen uns heilen lassen. Sollten übrigens was nachessen. Sehr gut. Und dann craften wir einfach mal kurz in dieser Zwischenzeit. Können wir alles gut gebrauchen. So, gegen nahe Feinde hilft immer die Shotgun. So nah sind die nicht. Dann nochmal den Bogen. Will ja nicht den Bogen überspannen hier. Hi. Oh, das sollte nicht passieren. So finde ich ja meinen Mauszeiger wieder. Das bringt ja gerade gar nichts. Ja, das war ein schöner Schuss. Man freut mich ab und zu, wenn sowas unerwartet klappt. Wer will noch aufs Maul? Ah, der da. Hä? Hä? Was sagst du? Nachladen. Immer im ungünstigen Augenblick. Ich habe Freunde und Familie. Hat er tatsächlich gesagt. Hat er tatsächlich gesagt. Oh mein Gott. Das ist immer die billigste Dialogoption. Vielleicht habe ich auch gerade einfach so ein schlechtes Gefühl gehabt, weil ich zu Weihnachten mit meinem besten Kumpel was, wie nennt man das, nicht Hate-Watching, sondern einfach shitty Movie sehen, damit man sich drüber lustig machen kann. Ah, das hat irgendeinen Begriff, komm gerade nicht drauf. Wieso denn eigentlich nicht? Egal, wir haben Fast and Furious 9 gesehen. Und ja, Familie über alles, Bruder. Ich fühle noch voll die Vibes von dem Film. So. Von wegen, dass ich hier unterlevelt bin. Ich brenne aber meistens nur für die Sache. Halt mal die Fresse, du mich. Bist du Hardy? Gleich bist du auf jeden Fall tot. Autsch. Ist denn das gewesen? Irgend so ein flamboyanter Typ. Oh, lauf doch nicht in deren Kugelhagel. Mach das mal schneller mit dem Munitionswechsel. Magazinwechsel. Nachladen. Wie auch immer. Oh, für eine Schrotflinte überraschend wenig Auswirkung. Auf die Area. Sorry, falls es gerade ein bisschen hektisch wirkt. Ich bin in reger Panik. So, ich muss in Deckung. Ich verkriege mich mal hier, bis es mir wieder gut geht. Craft vielleicht noch ein bisschen Teile nach. So. Wir haben keine Ahnung, wo ich bin. Wollte ich doch gar nicht. Da kommt wer. Nicht alle auf einmal. Was? Der schießt aber auch um die Ecke. Gut, ich habe auch nicht getroffen, aber... Das ist unfair. Der ist schießend um die Wand gelaufen. Toll, jetzt das ganze Ding nochmal machen. Also nicht das ganze, nur hier das letzte. Ich habe meine Freunde, Ancestors und Awa. The pipes. Let's see how they burst. Nachcraften. Komm schon, geh drauf. Geh doch einfach drauf. Schauen. Passt.
Ah, nachladen. Müssen wir, glaube ich, beide gerade. Das läuft aber besser als in der ersten Runde. So. Sehr schön. Sehr schön. Ja, damit. Ich höre Getapsel von Schritten. Ah, sehr gut. Und wir haben noch alle Helfer-Items. Das ist das Wichtigste. Mensch, die machen aber echt Schaden. Ah, Shortbow wäre wahrscheinlich für solche Aktionen echt hilfreich gewesen. Weil der einfach viel schneller schießen kann. Macht Sinn, oder? Hui! Bam! Das nenne ich mal geklärt. Was muss ich ja jetzt machen? Shoot the Extraction Fluid Pipes. Bist du eine Pipe? Nö. Könnt ihr mir Wegpunkte drauf geben? Die sammle ich mal hier wieder ein. Die sind sehr teuer im Craften. Her damit. Her damit. Okay, da ist ein Pipe. Da nehmen wir den schönen Bogen und... Ja. Also. Muss ich gar nicht mehr scannen. Ab jetzt erkenne ich die auch so. Sechs Stück müssen wir machen. Ja, wenn man auf Giftgas schießt, sollte man eine Atemmaske dabei haben. Ich habe dich doch schon abgeschossen, oder? Ja. Du bist kaputt. 4 von 6, aber ich sehe doch mehr was hier. Hallo? Hallo? Was fehlt denn hier noch? Ah, oben ist eine und da ist die andere. Manchmal muss man einfach den Kopf heben und positiv bleiben. Yep. Sicher? Ich habe doch hier fast alles platt gemacht. Na gut. Hallo? Und hui. Ja, sieht gut aus. Craften wir nochmal nach. Sieht auch soweit gut aus. Oh oh. Ach was. Alma bringt sich in Sicherheit. Na gut, ich sehe gerade auf die Uhr und würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.